Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Ich kann mit Kena reden? Ja, sowohl du als auch deine Monsties müssen in Hochform sein. Zu wissen, wann man eine Pause machen muss, ist wichtig. Ja, das stimmt. So. Also, wir haben uns geheilt, ich habe noch schnell gespeichert, da die letzte Aufnahme komplett in Ordnung war. Ich habe sie mir immer durchgeguckt in verschiedenen Punkten der Aufnahme. Also, wenn sie wieder asynchron ist, dann ist es YouTube. Ja. So, und nun wollen wir weitermachen. Denn jetzt wird es mit der Story richtig, richtig, richtig krass. Und ich bin schon hyped, denn jetzt kommen wir endlich zu den Sachen, die ich noch nicht weiß. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich dachte mir, ach, ich mache nur Character Creation. Ach, ich mache nur ein bisschen. Ach, ich mache... Oh, die Demo ist vorbei. Ja, gut. So. Der Wächter-Ratterbau. So, da sind wir, Leute. Und jetzt wird es... Du bist ganz nah dran. Der Bau des Wächter-Ratter ist geradeaus. Geh einfach weiter. Da kommst du nicht mit, Kena. Oh, meine Schnurrhaare kribbeln. Das konnte ich gerade nicht lesen, weil ich was auf... wollte, während das Dialogfeld da war. Nein. Nein. So. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen, wenn wir das alles in einen... Oh, da sind wir schon. These are sacred grounds. Your grandpa passed away, but his Rathalos came back. Besides Red, Guardian Ratha would never let anyone else ride him. I'm sure he's waiting for Red to come home. That's what Chief Gara always said. But this Red guy's not around anymore, right? So why? The truth is, once a monster forms a bond with a rider, it never forgets them. Remember that strange light when Guardian Ratha left? Something must have happened then. Otherwise, Guardian Ratha would never have abandoned the island. Okay, let's take a look around. Yeah, leave it to me! My nose knows there's something here! But this isn't Red. Oh, of course. There's no way it could be. It's just, those eyes look like Red's. Red was one of our leaders. This is his grandkid. Huh? Red passed away a long time ago. I know. It's just I actually came to see Guardian Ratha. Red gave me something to bring back here. Something from Red? Oh. Whoa! Whoa! Whoa, what was that? Whoa! Something's coming! Over there! Kinship stone. You might be able to use it to calm that monster down. Red's kinship stone? How come you have it? Red, he wanted you to have it. Take it.
ready for this? Yeah, let's do it! Right on! So, unser erstes wirklich großes Monster. Es ist ein Anjanan. Diesmal können wir ihn bekämpfen. So, ach je. Ich werde jetzt schon mal präemptiv unser Monsti wechseln. Oh. Feuer bringt nicht so viel. Gut, nehmen wir Karamell. Ich dachte, Jubba Jubs wäre wirklich auch schon Level 10, aber Level 5 können wir... N-n. Gut, so. Zwar sollte der Kollege, wenn ich mich recht entsinne, jetzt Schnelligkeitsangriffe benutzen. Genau, Geschwindigkeits. So, natürlich ist sein Körper nicht... das hat keiner wirklich wehgetan. Also sie heilt sich erstmal, aber das heißt... ich muss meine goddamn Waffe wechseln. Jetzt soll ich zum Kulu-Pfeil. Oder? Ach, die Musik ist richtig gut. Karaut, die Heil der Rettung. Okay, so, es ist schwach gegen Perforation. So. Das bedeutet, dass Karamell und ich jetzt erstmal ein paar von diesen Konfrontationen gewinnen, bevor ich irgendwelche Fähigkeiten einsetze. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Das Ding ist wütend auf uns. Es wird jetzt anfangen, andere Angriffe zu benutzen. Wenn ich mich recht entsinne, sollten es jetzt... Oh, Kraftangriffe sein. Der Karabai macht gerade sowieso Steinschild. Genau. Das wird das natürlich einfacher machen, mit Geschwindigkeitsangriffen irgendwas machen zu können. Uff. Oh. Oh, ich kann reiten. Sehr gut. So, und dann wollen wir jetzt erstmal unser Ride-On. Nichts mit Mampfen. Mal gucken, ob wir unser Ride-On auf 3 kriegen. Wenn das jetzt so viel Schaden verursacht. Oh. Okay, Kana will einen Trank einsetzen. Aber es wird eine Fähigkeit einsetzen. Das heißt, wir machen jetzt unsere Bindungsfähigkeit auf das Ding. Kondensationshitze. Ja, wir sind vielleicht ein Tick unterlevelt und untergeared, aber... Ach, das ist doch toll. Ein Poké-Poké wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, aber... ne? So, dann wollen wir mal machen... Fähigkeiten. Ja, Bogen ist irgendwie kompliziert. Oh, ein Crit. Gut gemacht, Avma. Das wird wehtun. Ich habe hier ein echt schlechtes Gefühl. Wir sollten für den nächsten Angriff gewappnet sein. Zeit zur Abwehr. Habe ich denn irgendwas, was uns Abwehr geben könnte? Ah, Karamell hat uns ab... Nein, wir haben Angriff bekommen. Okay. Habe ich denn irgendwelche Objekte, die uns irgendwie abgeben könnten? Nee, gegen Verbrennung haben wir. Ein Herz. Dingspuder. 15 Schaden fügt ein Gegner für 2 Runden Schlaf zu. Ich weiß nicht, ob das für Bosse was bringt. Ich würde das lieber nicht probieren.
ich habe nicht genug. Oh, okay. Ah, es greift mich an. Gut. Jetzt macht es einen Kraftangriff. Das heißt, ja. Wir können den brennenden Atem abwehren. Okay, okay, okay. Genau, jetzt wird der Kraftschuss ausgelöst in der nächsten Runde. Oh. Kudiaku, der war es da. Okay, der Karamell ein Ätheriten, dann wäre dieser Andernach sowieso schon Geschichte gewesen. So. Wir können in der nächsten Runde aufsteigen. Wenn wir jetzt... Oh, oh. So einen Balken irgendwie aufladen können. Das Gift ist wirkungslos? Dann ist das immun gegen Statuseffekte. Okay. Aua. Oh, die Lage spitzt sich hier ganz schön zu. So, aber dank Ride On sind wir die krassesten von den krassen. Wir machen jetzt aber eine doppelte Bindungsfähigkeit, weil das cool aussieht. Auch wenn ich mal weiter aufleveln könnte, aber das macht mir Schaden. Ich mag das, dass man das halt doppelt machen kann. Das ist einfach... Es ist so wunderbar überdreht. Es ist toll. So, jetzt benutze ich wieder Geschwindigkeitsangriffe, ne? Und kann ich jetzt bitte mit meinem Schwert wieder kämpfen? Weil jetzt ist die Nase... Körper zerstört. Ja, Bunk. So. Dann sollten Karamell und Kena jetzt einen Doppelangriff machen. Sehr gut. Ich mag dieses mit einem anderen und einer anderen Person kämpfen. Oh, oh, da ist jemand sauer. Jetzt können wir die Nase brechen, oder nicht? Ja, siehst du, wie die Schnute des Anjanov zuckt? Versuch bei dem nächsten Angriff darauf zu zielen. So, wir machen natürlich Geschwindigkeitsangriff. Auf die Nase. Das wird... Gut, das hat nicht wirklich wehgetan, aber das wird wehtun. Er wirft jetzt einen Stein auf seine Nase. Au. Katalysiert Feuerkraft. Das könnte schlimm werden. Wir sind alle plus minus Full Health. Es macht der Kraftangriffe. Hm. Da will ich nicht, dass hier jetzt ein... Tja, Ranma, du bist wieder dran. Da kann man ja gerade den falschen Angriff machen möchte. So, wir machen aber jetzt zusammen einen Geschwindigkeitsangriff auf die Nase. Ich glaube, dass dieser Andronov sowieso bald... Sexy. Okay. Aber machst du denn jetzt einen Kraftangriff ran, mal? Was soll das? Vielleicht schaffen wir es, nur seine Nase zu brechen. Jetzt sollte er umkippen, ne? Ja, Andronov kann uns nichts anhaben. Boah, das war dramatisch. Aber wir haben unseren ersten Andronov besiegt. Oh, herrlich, das war überwältigend. Das wird ein Kampf, an den man sich erinnert. So.
Das hat Chupa Chups 2 Level-Ups gegeben. Wir haben sogar ein Ess gemacht. Neues Nasenbein, Schuppen und Flammenbeutel. Kann man gebrauchen. Jetzt wird's Zeit für die ganz lange Cutscene. Enjoy. We did it, buddy! That was amazing. I wonder if it was thanks to that kinship stone. The kinship stone powered up! Seems like this one works differently than the ones I know. My old partner's kinship stone powered up after purifying the Black Blight! The Black Blight? I've heard of that. There's no way it could have come back, right? Right. Whatever's going on here, it's something totally different. It makes my fur stand on end. But this could be something even worse. It's like Chief Gaara said. Guardian Ratha leaving must have started all this. That's probably why the Anjanath lost control too. You okay, buddy? Just as I thought. You really are like Red. My name's Emma. Your grandfather and I were friends long ago. He saved my life. It's something I want to show you. Follow me. Huh? Wait up! That's a Rathalos egg, isn't it? I hid it here so the hunters wouldn't be able to find it. Smells nice and fresh. For sure a peppy little monster. But the scent is a little different from a regular Rathalos, though. Guardian Ratha gave this to me before he left. He wanted me to take care of it. That's what it seemed like. Wait, what? These strange happenings aren't confined to this island alone. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Nobody knows where they're going. Monsters that are usually docile are acting aggressive. There are reports of people being attacked. That's terrible. So this is happening in other places too? That's right. The whole world is getting hysterical, and that's why I'm traveling around to find what's causing this catastrophe. What a mess. So when the ocean changed color and we saw that light, what was all that? Well, I don't know yet, but I think Red knew something. He spoke about an omen of disaster. A disaster? Ah, here you are. Huh? Chief Gaara! Over here! I saw the riders go this way! They've got to be hiding that Rathalos somewhere. Find them! The hunters believe we're harboring a dangerous monster. They won't stop until they've found what they're after. If they see this egg, we're gonna be in trouble! That egg. We should go to Ruto Village. The hunters can't harm us there. Ruto Village? It's where I live. It's a Wyverian settlement. Humans aren't allowed in without permission. The hunters won't be able to follow us there. Come with me, please. I just know this Rathalos will help us once it hatches. You want to come too? What's the matter? Are you scared? There is nothing to fear. It's a big world out there. But Rathalos will guide you.
That's my buddy! I knew you'd come around! But, Chief Gaara... It's no mere coincidence. You were given Red's kinship stone, and now a Rathalos egg. This is destiny. In Ruto Village, you can hear the legend of Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. The hunters were talking about that, right? A Rathalos with the power to bring ruin to the world? So the legend goes. I have a feeling it has a connection to the peculiar occurrences of late. All right. Leave the hunters to me. I'd be lying if I said I wasn't nervous. But it'll work out. I'm sure you've got what it takes to make it through this. Huh. You're my first student after all, right? You watch out for the newbie. Got that, Naviru? Whatever you say, Chief, the two of us will do you proud. You have your grandpa's determined eyes. Take good care of his kinship stone. Go now. There's a boat at the bottom of the cliff you can use. Tsukino! I'm here. I need you to tail them. Mission accepted. Moon's blessing emerge. So. Lange Cutscene, wie versprochen. Ich will aber jetzt nicht speichern, denn... ich bin ein Freund von Kana. Oh Mann, hoffentlich sehen wir sie wieder. Und ja, das waren jetzt ganz schön viele Revelationen. Da wären wir. Das Dorf Rute ist gleich hinter dem Hügel. Oh, fantastisch. Wettrennen zur Spitze, Kumpanin. Du rettest sowieso immer auf meinem Bundesti. Oh mein Gott, sie. Sie ist auf Ranma. Enas Heim, du entschließt dich, das Viviriana-Mädchen Ena zu begleiten. Enna. Da sie das Ei vom Ausmerzflügel Rata trägt, das Wächterrate ihr anvertraut hat. Ihr brecht auf in ihre Heimat Ruto, wo dein Großvater Red einst starke Bande mit den dort lebenden Vivirianern knüpfte. Oh mein Gott. Sie sitzt auf unserem Bonsti. Ich bin... Oh. Oh, wie süß ist bitte das denn? Oh. Kommst du mal mit? No. Oh mein Gott. Also, wir haben das Ei von Enna bekommen. Sie kannte unseren Opa, war mit ihm befreundet und was ich auch in der Cutscene gesehen habe, unser Opa hatte die gleiche Augenfarbe wie wir. Richtig, richtig cool vom Spiel. Richtig, richtig cool. Und ja, irgendwas treibt die ganzen Monster irgendwie den Wahnsinn, denn dieser Andronov hatte ja schon eine komische Aura um sich rum. Oh mein Gott. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe es. Ihr seid so süß. Also, du auch irgendwie, Naviru. Aber du eine sehr nervige Stimme bekommen hast. Oh mein Gott. Oh. Ja, ich bin gerade begeistert. Und wir sind jetzt irgendwie am Seemannstrand angelangt. Eine Sache, die ich mich noch frage. Warum arbeitet Tsukino für diesen Heini?
Weil Tsukino und Naviru kennen sich ja aus dem ersten Teil. Die waren... Der Grund, warum sie nicht wie normale Felines aussehen, ist der plus minus der gleiche. Nur war sie damals freundlich. Warum ist sie jetzt... Oh, die Lichteffekte. Oh, schick. Boah, das Spiel sieht wirklich schick aus. Wow. Ich meine, er ist angry, dass sein Dad von dem Rathalos umgehauen worden ist. Aber was für ein Jäger nimmt diese Rüstung auf eine Rathalos-Jagd mit? Also, ich bitte euch. Kein guter. Ja. Also, wenn man sich treffen lassen will, dann nimmt man doch eine ordentliche Rüstung mit. Oh! Oh mein Gott. Das ist super. Ist der Sattel überhaupt lang genug dafür? Oh mein Gott. Ich liebe es. Oh, hoffentlich bleibt sie unsere Begleiterin für den Rest des Spiels. Das wäre toll. Oh, ich würde mich da richtig drüber freuen. Ich nehme an, wir brauchen wieder schwimmende Monsties auf EU. Oh. Ich weiß nicht, ich bin gerade richtig. Oh mein Gott. Oh, endlich hier so jetzt. Ab hier ist es blind. Ab hier habe ich keine Ahnung mehr, was passiert. Oh mein Gott. Okay. Ich weiß, sind bei 27 Minuten. Eigentlich sollten wir uns beruhigen, aber... Das sind Ludrot. Cool, ich mag Ludrot. Also Königsludrot vor allem. Und davon haben wir einen im Dorf gesehen. Als Monsti. Oh, vielleicht kriegen wir hier Königsludrot. Ich freue mich schon. Und wir werden jetzt mit diesem kleinen Cliffhanger, würde ich das jetzt nicht nennen, aber halt schon irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so hype, Leute. Wir werden sicherlich ein, zwei Episoden machen, wo wir nur auf Eiersuche und sowas gehen. Wenn wir bei der nächsten Story-Quest dann bekommen, so, oh ja, so jetzt musst du aber, keine Ahnung, geh dorthin und verkloppt das Monster. Oder geh dorthin und erforsche das Gebiet. Oder geh dorthin und rede mit der Person. Nur weil wir wahrscheinlich jetzt das nächste große Gebiet uns angucken können. Und bevor wir das jetzt machen, will ich eine Sache machen. Und zwar Karte. Wir können ja nämlich in die Weltkarte gehen. Wie komme ich denn in die Weltkarte? Oh! Ah, da ist unsere Insel, unsere Heimatinsel, Hakolo. Da, und jetzt sind wir hier. Oh, das wird ein richtig... Ah, das ist wahrscheinlich das Dorf der Viverianer. Diese riesigen Steppe. Da geht es in einem wüstigen Gebiet. Da ist Vulkangedöns. Hier sieht sumpfig aus. Haben wir hier wahrscheinlich kalt. Da ist noch irgendwie... Wahrscheinlich so brunös und so. Da ist wahrscheinlich irgendeine Stadt. Ah, nein, da ist eine riesige Stadt. Da. Ah, wir sind hier. Also wir sind von hier quasi hierhin gesegelt. Okay, dann können wir nochmal wahrscheinlich jetzt hier da durch und da wieder hinlaufen. Okay, cool. Also da ist schon eine Stadt zu sein. Das ist eine Stadt. Und da vielleicht irgendwelche Ruinen. Aber sonst hat es hier keine Städte auf diesem Kontinent. Okay. Ja. Ah, und da sollen wir wohl hin. Okay, gut. Wow, okay Leute, boah, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und deshalb wollen wir jetzt erstmal an dieser Stelle uns verabschieden. Und beim nächsten Mal werden wir den Aussichtshügel überqueren und vielleicht schon in Ruto landen. Wer weiß, wie lange das gehen wird. Ah, das ist toll. Oh, ich finde das super. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.